Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Irland, genauer gesagt bei Black Rock. Das ist die unabhängige Abfüllung hier von www.irish-whiskies.de, also Mareike Spitzer Batch 7, also schon die siebte Abfüllung. 55 €, Whisky Base Nummer 140669 und halt euch fest, das ist eine rauchige Irish Whisky. 3 Jahre alt. 59,9% Alkohol bei Volumen. Wow. 510 Flaschen. Ich habe auch ein Interview mit Mareike gefragt und ich habe einfach mal gefragt, wie viele Flaschen? 200? Sie sagte, nein, Jason, 500. Ich sagte, was für ein Fass? Sie sagte, zwei. Also, das war ein heavily peated Single Malt. Und nun der Geheimnis dabei ist, sie sagte, ich habe eine Distillerie gefunden, die heavily peated Single Malt anbietet. Also es dürfte und könnte eine von meiner neuen Distillerie sein. Also nicht Cooley, nicht Middleton, nicht Bushmills, sondern eine von den neuen da draußen, die schon 3 Jahre lang produzieren. Die haben eine heavily peated Single Malt Irish Whiskey rausgebracht und eine zweifache Double Distilled Single Malt zusammengemixt. Beide waren in First Fill Bourbon Fässern. Ja, warum habe ich das nicht schon vorher gemacht, während ich die ganze Zeit geredet habe? Black Rock sollte ein kleines bisschen auch der Charme vom Irish Whiskey dort darstellen, nämlich diese harte, zerklüftete Küstennatur, die es manchmal auch in Irland gibt. Und deshalb Black Rock. Und das ist non-chilled filtered, kein Farbe hinzugetan und das Zeug ist natürlich hier in Fassstärke. Yeah! So. Interessant. Okay, Label ist genial und grässlich zugleich. Wenn man versucht, davon ein Foto zu machen, das geht nie. Auch jetzt ist reflektiert, aber es gibt immer wieder etwas im Auge zu sehen. Und das ist die, oh, nice. 135er Flasche hier von 510 habe ich. 55 €, gibt es eine Flaschenteilung dazu. Wenn du Glück hast, unten in der Liste findet ihr noch etwas denn davon. Nicht alle haben da was haben wollen. Nun, Connemara ist natürlich der Standard-Irish Whiskey, der getorfte ist. Und es gibt die grüne Dose, die ist billiger, die kriegt man für 35 €. Und es gibt die 12-jährige, die ist tatsächlich 20 € teurer. Aber wenn ich torfige Whisky trinken muss, habe ich gesagt, ich hole mir den 12er dann da raus, denn der ist vom Preis ungefähr identisch. Also wir reden von 55, 59 €, hier ist 55 €, hier ist 40%. Und hier ist 59,9%. Das ist schon krass, Leute. Hier 12 Jahre alt, hier 3 Jahre alt. Auch das ist krass, ja. Also, denn der wird wirklich viel, viel weicher mit der Zeit. Auch gerade mit dem Rauch und so weiter ist der 12-Jährige für mich das Geld fast wert gegenüber den grünen Flasche. Der ist einfach nur eckig, kantig, ein bisschen krass, ja. Okay, schauen wir mal, ob mir das gefällt oder nicht. Ich werde bei die Whisky-Botschaft oben in Kerken im März 2020, also musste eigentlich der 20. sein. Dort ist das der Samstagabend nach St. Patrick's Day, werde ich dort eine Whisky-Verkostung machen. Und ich werde auch denn diese Flasche am Schluss auch denn dort mit euch oder wer auch immer denn dabei ist, hier tatsächlich verkosten. Der hat geraucht, du. Boah, hat der Torf. Also, diese heavily peated ist nicht schlecht. Da würde ich sagen, das sind mehr als 50 ppm ursprünglich gewesen und jetzt zusammengekommen. Also, die Hälfte war nicht getorft, die andere Hälfte war heavily peated. Sie hat sich sofort zusammenvermählt. Also, meine Nase sagt, da sind immer noch um die 30 ppm hier drin. Also wenn ich nicht besser wüsste, würde ich sagen, ich habe ein Lagavulin im Glas denn da. Das ist nicht der Artbeg, das ist nicht der Koeile, das ist nicht der Bruichladdich getorfte, das ist auch nicht der Bunnahabhain getorfte. Das ist tatsächlich eher eine Lagavulin getorfte Moment. Also da ist auch ein bisschen, also nicht der Port Charlotte mit dem Schokoladenmoment, aber ein Haufen Schokolade kommt da durch. Interessant.
Also hier ist nichts da drin. Also gibt's da Torf? Nö. Also das ist schon krass. Also einen Moment mal. Ah, das war so intensiv, du. Mann, oh Mann, oh Mann. Also hier habe ich eine süße, schöne Moment mit einem Haufen Rauch da drin. Also jetzt kriege ich ein bisschen. Also war, also das ist hier Kinderkram gegenüber das Zeug hier, ja? Also 59,9% auch noch. Ich darf Wasser reintun. Slantje, und ihr dürft sagen, Slantje war. Also auf deine Gesundheit, auch auf deine Gesundheit. To your health as well. Boah, ist der jung. Oh, der wird gut. Vielleicht ist er noch stark am Anfang. Vielleicht ist er einfach noch zu viele Umdrehungen. Ich habe. Oh, Mensch, zum hinten heraus wird es gut. Wow. Ich habe Mareike gefragt, Mensch, warum tust du mir das an? Und sie sagte, weil niemand anders das macht. Also Connemara, das heißt Teeling, das heißt dann da, das schon, das heißt Kuli damals, das heißt jetzt hier praktisch die Japaner, Suntory, also Beam haben das jetzt unter ihrer Kommando. Niemand sonst im Grunde macht torfige Whiskys dort in Irland. Und es ist schön, wenn man ab und zu mal einen Abstecher irgendwo anders hin macht. Oh wow, der ist am Ende richtig cool, nett, gut. Aber am Anfang ist es. So, gut gemacht. Ja. Okay, schauen wir mal. Ich fange gar nicht an mit Tropfchen. Also bei 59,9%, das ist einfach mal, es übersteigt meine Kapazitäten heute. Also bei 50 bin ich okay, bei 48% bin ich zu Hause. Also schauen wir mal. Und gerade bei Dreijährigen hier. Ich krieg die ganze Zeit einen Heidekraut-Moment. Ich krieg die ganze Zeit einen Lavendel-Moment. Ich krieg die ganze Zeit eine süße, schöne Ingwer-Moment. Also Wahnsinn, was da drin steckt. Und ein kleines bisschen wie ein Kamin, der gestern ausgegangen ist. Ja, man kommt wieder rein und stockert da rein und versucht ein bisschen Papier rein und man will es wieder aufflackern lassen. Also meine Familie und ich, wir haben immer oben in Dänemark auch in Herbstferien dort ein Haus gehabt. Und manchmal gab es ein Stück Holz, der sehr groß war. Und man hat es draufgetan abends und kam morgens hin und war zur Hälfte verkohlt. Und damit muss man wieder anfangen. Und genau eben diesen Geruch hat man hier. Gelungen. Ah, da habe ich absolut den Nagel auf den Kopf getroffen mit der Wasser. Wow. Also ich würde nicht glauben, dass das 3 Jahre alt ist. Wow. Wie oft habe ich wow gesagt? Ich glaube, ich bin bei 5, oder? Zum Vergleich, Connemara, 12 Jahre alt. Slanche war. Das Zeug ist so schwach. Es ist wässrig. Es ist ein bisschen süß, ein bisschen Holz, ein bisschen Heidekraut kommt mit raus. Der Torf ist ein ganz bisschen dann da. Aber das Zeug ist Kinderspielzeug, ja? Jetzt kommt ein kleines bisschen. Wow, ist das gut. Also vielleicht muss ich doch eine zweite Flasche kaufen. Oh, Mareike, was hast du hier gemacht mit mir? Ah, also nochmal zu meiner Entstehungsgeschichte hier. Der Connemara Fassstärke gepeated, also getorft, war meine Schlüsselerlebnis. Das ist da, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben Torf hatte und sagte, lecker. Und das ist hier ähnlich in der Wirkung dabei.
Stell mal vor, und jetzt ist wirklich eine ganz ehrliche Frage, stell mal vor, die Leute in Irland würden ihre First-Fill-Bourbon-Fässer immer benutzen können. Das Problem, was wir haben bei Whisky dort in Irland, ist, fast alle benutzen Second, Third, Fourth Fill Bourbon-Fässern. Deshalb hasse ich manche Kuli-Abfüllungen, die versuchen, dieses altes Holz dann da zu überdecken mit irgendeinem Finish. Das ist ein First Fill Bourbon-Fass. Zweifach, also richtig cool gemacht worden. Oh, ich schwärme davon. Und jetzt muss ich eine Benotung geben, auch noch dazu. Und der ist schwierig zu benoten. Wie hoch will ich hier gehen? Ach, ich weiß schon, was ich denn gebe. Das ist schon eine ganz, ganz tolle Nummer, ja. Also, nochmal Nase. Das ist schon ein Hammer, ja. Also, die Benotung geht für einen Whisky, der um die 48% ist, ja. Also, ist es zu stark, bist du zu schwach. Ich bin dafür zu schwach, Leute. Also, diese Whisky hier bei 59,5% ist einfach mal, also meine Geschmacksknospen da sind zu kostbar, um mich einfach mal dazu durchzubrennen. Aber bringt den runter dann auf 48, also 50, 46, 48 wird perfekt. Und da reden wir miteinander jetzt hier, ja? Angenehm. Die ganze Zeit habe ich Heidekraut-Honig in der Nase. Keine Ahnung, ob ich jemals hatte. Nee, Kleehonig hab ich in der Nase. Der ist wahnsinnig süß. Und dann zu dieser Süße gesellt sich in eine fast perfekte Harmonie eine Rauchnote, der einfach mal sein soll. Ich werde poetisch. Oh, ich freue mich darauf, die Leute darauf hinzuweisen, dann bei meiner Verkostung her. Stell mal, das ist blindes Vertrauen, ja? Also, ich habe schon abgemacht, die Flaschen sind schon bestellt, alles ist schon in trockene Tücher für meine Verkostung im März und ich habe den Whisky noch nicht mal probiert. Also, ich habe bisher keinen schlechten Black Rock gehabt. Und von daher, das wird wahrscheinlich der Hit des Abends sein. Und ich habe Redbreast. Nee, habe ich nicht mehr. Ich habe einen J.G. Corey dabei, The Gale. Da habe ich hier eine Fir Cullen, 10 Jahre alt, Single Malt. Ich habe eine Tudor Madure, 12 Jahre alt, Single Malt. Und ich habe noch eine. Was habe ich noch denn da? Da waren fünf Whiskys denn dabei. Mit Wee Dram am Anfang, was ein Likör sein wird aus Irland. Denn ich hasse Gin und deshalb wird es kein Gin geben. Schöne Sache. Also wirklich schön, schön, schön. Tick mehr Wasser hätte gut getan. Ich bin bei 52 bis 54, würde ich sagen. Erträglich, aber meine Zunge kitzelt die ganze Zeit. Es prickelt da drauf. Wow. Also Viskosität, also Mundgefühl, ist ölig, ist dickflüssig, ist schön. Speichelfluss setzt an. Der ist süß und rauchig und getreidig und komplex zugleich. Und der Rauch ist die ganze Zeit präsent, ohne dann irgendeine negative Aschenbecher im Moment hervorzuheben. 2-. Wer hätte gedacht, dass ich das ein 2- gebe? Ich könnte mit mir ringen und ich könnte auf ein 2 kommen, wenn ich wirklich, wirklich wollte. 55 € 3+. Also, gut, Leute. Einzufassen ist das nicht. Also, es ist eine Twin-Fass, also ein Zwillingsfass zusammen verlegt. Also, zwei. Das ist Fassstärke. Das ist hier eine geniale Whisky-Düft. Und ich bin mir 80, 85% sicher, ihr seid dabei, die Auferstehung von der Irish-Whisky-Geschichte hier zu schmecken.
Das sind nicht die Old Boys, die das machen. Das sind nicht hier tatsächlich unsere Middletons. Das ist nicht unsere Irish Whiskey, Irish Distillers. Das sind hier die neuen Leute, die so einen genialen Stoff auf den Markt bringen können. Das ist schon cool. Also bravo, bravo, bravo. Und das lohnt sich dafür, eine Sample wenigstens auf irgendeine Whisky-Messe vom Mareike denn da zu probieren, geschweige denn da eine ganze Flasche euch zu besorgen. Also meine Kaufempfehlung habt ihr dafür. 2 Minus im Geschmack, 3 im Preis. Das Einzige, was mich stört, ist natürlich dieses 3 Jahre. Aber ja, also wäre diese Sache nicht da, würde ich sagen, oh, das ist eine 8 oder 9 oder 12 Jahre alte Whisky, den ich hier probiere und so weiter und richtig toll und so. Aber Transparenz ist Transparenz. Und auch wenn eine Antwort euch nicht gefällt, ist das, was man bekommt. So, meine Frage des Tages ist, welche rauchige Whisky aus Irland gefällt euch am besten? Werdet ihr was von Connemara sagen? Also bei mir ist es Connemara Cask Strength. Also gibt es nicht mehr, wurde leider vom Markt oder nicht weiter auf dem Markt denn da rausgebracht. Das Zeug war hervorragend. Würde es rankommen hieran? Vielleicht. Vielleicht ist das so ähnlich gewesen. Also Platz 2 ist eindeutig hier Black Rock Number 7. Batch 7. Also von daher, falls du eine andere Frage haben möchtest, dann schreib einfach mal dein Lieblings-Irish Whiskey drauf oder dein Lieblings-rauchige Whiskey drauf. Dahin in die Kommentare. Google, das heißt YouTube, findet das immer gut, wenn man Kommentare schreibt. Wenn viele Kommentare sind, wird mein Videos und Klick öfter gezeigt und vielleicht werden ein paar Leute mehr das auch schauen können. Gut, liebe Leute, also liken, abonnieren, auf meine Sample-Liste schauen, unten auch ihr könnt Teil von meiner Flaschenteilung-Gruppe sein. Das ist eine WhatsApp-Gruppe jetzt geworden. Link ist unten. Diese Flasche wurde schon verteilt zum großen Teil. Ich glaube, ich habe noch 10 Zähle über. Jo, Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners, jeden Tag und seit über 2 Jahren, über 1300 Videos weiter, gibt es schon hier meine Verkostungsvideos und es gibt keine Ende in Sicht. Und jeden Sonntagabend habe ich einen Livestream hier mit einem Gast und ich freue mich, euch dabei zu haben. Ciao!